Moin, ihr Füchse da draußen, und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Elder Scrolls Online Morrowind. Wir sind gerade bei Finduin und waren dabei, so ein bisschen unser Inventar leer zu räumen. Oh, warte mal, was ist das jetzt? Nicht Kontakte. Inventar. 73 von... Oh, wir müssen noch ein bisschen Platz, müssen wir noch ein bisschen schaffen eigentlich. Aber im Grunde müssen wir langsam mal zu einem Diebesgildenhändler-Gedönse gehen, weil es hier nicht wirklich weitergeht. Ich habe so viel Diebesware bei mir und die kann ich nicht im normalen Geschäft verkaufen. Wir können aber gerade mal gucken. Ich bin Schnack. Was haben wir denn noch so alles? Materialien. Gut, das können wir in die Bank packen, aber dafür brauchen wir auch mal die Bank. Wir machen aktuell erstmal Versorger. Was haben wir denn gemacht? Ich glaube Versorger und Alchemie oder Schmiedekunst. Ich muss mal kurz gucken. Wenn wir auf K gucken und dann auf Handwerk, können wir das nämlich rausfinden. Alchemie haben wir 4, Schmiedekunst haben wir 7. Versorger 39, alles klar. Also Schmieden und Versorgen machen wir zurzeit erstmal. Bedeutet den Rest verkaufen erstmal. Ich habe gehört, Hauswachen. Verkaufen, also Versorger, das heben wir alles auf. Tee, Versorger. Was ist das? Erhöht euer, ja, kannst du erstmal haben. Schmieden ist gut, Alchemie weg, Versorger bleibt. Seelensteine heben wir mal auf. Die, damit können wir, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne... Alkoholisches Getränk. Erstmal, ich räume jetzt erstmal ein bisschen auf, was soll's. Wir kriegen das alles ja wieder. Versorger. Schneiderei kommt weg. Versorger. Alles gut. Leere Seelensteine, die heben wir mal auf. Versorger. Jo, das heben wir mal auf. Melonen, Minze. Was Leckeres zu essen. Rübe. Versorger. Schatzkarte. Einzigartig. Ja, hier, tschüss. Schade, muss ich behalten. Tomaten, verdorbenes Fell kannst du haben und ein bisschen was zu essen. Okay, wir bräuchten... selbst im Feldwart. Einfach unglaublich. Ja, so sieht das aus, ne? So, wir machen uns jetzt mal weiter. Wir müssen jetzt in das Ahnengrab, wenn ihr euch noch erinnert. Das war eigentlich der ursprüngliche Quest, womit es mal losgeht. Wir sollten in das Ahnengrab... Hallo, was ist? Worauf wollen wir Anstoß? Der läuft immer wieder von da hinten lang. Ich bin besoffen. Ja, gönn dir. Ich wollte eigentlich gar nicht anstoßen. Ich gucke jetzt mal Journal, Hauptgeschichte. Ja... Ja, Warnfall, göttliches Rätsel, ja. Geh zum Andrano-Ahnengrab. Das ist unser Ziel. Das machen wir jetzt auch. Und wir haben endlich eine neue Waffe. Das könnte jetzt besser werden. Könnte. Es muss nicht, aber es könnte. Wie sieht es denn skillmäßig übrigens aus? Waffen, Zweihänder. Können wir da was schon machen? Aktuell nicht. Und bei der Klassenfertigkeit? Da nichts. Nö, aktuell alles erstmal tut. Erstmal tut die alles. Lassen wir erstmal so. Wir gehen erstmal los. Bis jetzt kommen wir ja auch relativ gut klar, ne? Man muss mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wenn das nachher schwieriger wird. Wir müssen nebenbei auch mal ein bisschen schauen, ob wir Eisenerz oder sowas finden. Nahrung für den Versorger findet man eigentlich in allen möglichen Kisten und so weiter. Da braucht man sich eigentlich nie Sorgen machen. Aber Metall und so weiter, da muss man halt wirklich die Augen aufhalten. Tipp von der GameStar, um mögliche Abbauvorkommen von Metall und so besser zu sehen. Das Gras ausblenden. Ja, super Sache. Klappt wunderbar. Ich darf Fürst Wiebeck nicht enttäuschen. Diese Monster, es ist so gefährlich. Was soll ich nur machen? Ich helfe dir. Klappt wunderbar, sieht dann aber das Spiel halt entsprechend scheiße aus, wenn das ganze Gras weg ist. Aber geht besser, man sieht dann auf jeden Fall alles, ne? So, hi. Hat Kanonikerin Valasa euch geschickt? Das hat sie doch, oder? Das heißt, sie hat es nach Sedanin geschafft. Vivek sei gepriesen. Werdet ihr mir helfen, meine Mission abzuschließen? Es wäre ein Sakrileg, wenn ich nicht das Grabmal meiner Familie betreten und Fürst Viveks Fragen stellen würde. Okay. Ich werde euch helfen, ins Grabmal zu gelangen und eure Fragen zu stellen. Wie die Heiligen sagen, das Tribunal sorgt stets für einen. Doch wir werden vorsichtig sein müssen. Daedra haben das Grabmal übernommen. Es dürfte schwierig werden, mit den Ahnen zu sprechen, während Monster einen auffressen wollen. Ja. Ich werde auch eure Hilfe brauchen, wenn wir die Beschwörungskammer erreichen. Was für Hilfe? Während ich den Geist meiner Ahnen heraufbeschwöre und mich darauf konzentriere, die Verbindung aufrechtzuerhalten, müsst ihr die Fragen stellen. Er besteht darauf, dass wir genau diesen Wortlaut verwenden. Ihr könnt hineingehen, wenn ihr bereit seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen, ehe wir das Grabmal betreten. Ich bin bereit, lasst uns eure Familiengruft betreten. Ne, erstmal ein paar Fragen, ne? Ich habe bereits kostbare Zeit verloren, weil ich die Wunden der Kriegswappenträgerin versorgen musste. Aber ich schätze, einige wenige Momente mehr lassen nun auch keinen Vulkan ausbrechen oder einen Meteor vom Himmel fallen oder so.
Was darf ich euch sonst noch verraten, mein Freund? Ja, ich muss halt noch ein bisschen reden. Also wir machen das grundsätzlich, ich versuche immer die Dialoge so weit auszureizen, wie es geht, ne? Weil es einfach interessant ist. Man kriegt mehr über die Lore mit und über die Leute. Warum will Fürst Vivek, dass ihr an euren Ahnen herantretet? Ich bin mir nicht ganz sicher und es stand mir auch nicht zu, näher nachzufragen. Wenn einem ein lebender Gott etwas aufträgt, sagt man, ja, mein Herr. Ja. Bei den Fragen scheint es um die Zeit vor dem Tribunal zu gehen. Ich vermute, dass wir deshalb eine meiner schon lange toten Ahnen fragen sollen. Erzählt mir mehr über eure Ahnen. Nur wenige meiner Zeitgenossen verfügen über eine Koryphäe wie Farena Andrano im Hauptzweig ihres Stammbaums. Fürstin Farena lernte zu Füßen Sotasils und zählte zu seinen Gefährten, bevor das Tribunal an die Macht kam. Wer ist Sotasil? Wie ist Sotasil? Das ist ja so, als ob ihr fragen würdet, wer Vivek und Almalexia sind. Sie sind das Tribunal, die lebenden Götter der Dunmeer. Sotasil ist der Architekt der Zeit und der Banner des Reichs des Vergessens. Wenn ihr mehr wissen wollt, können wir uns unterhalten, wenn wir hier fertig sind. Erzählt mir von den Kreaturen im Grabmal. Nun, ich kann euch sagen, dass sie nicht hier waren, als ich den Toten das letzte Mal meine Aufwartung machte. Kanoniker Valasa glaubt, sie sind eine Art von Daedra, die alles tun werden, um uns an der Erfüllung von Fürst Viveks Willen zu hindern. Bis zu eurem Erscheinen war ich mir nicht sicher, was ich nun tun sollte. Okay, ich bin bereit, lasst uns das Grab mal betreten. Ehe wir dort hineingehen und uns diesen Monstern stellen, wollte ich euch wissen lassen, wie sehr ich eure Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen weiß. Verliert aber bloß nicht die Schriftrolle, die Fürst Viveks Fragen enthält. Nun kommt. Lasst uns meine Ahnen heraufbeschwören. Ich werde die Tür des Grabmals öffnen. Geht voraus. Folgt mir, aber seid vor diesen Daedra auf der Hut. Jo, machen wir. Moin. Rein geht's in das Andrano-Ahnengrab. Die berühmte Andrano-Familie gehört seit Generationen zu den führenden Mitgliedern des Hauses Redoran. Wieder was gelernt. Man lernt ja nie aus. So, komm hier, gib Gas. Während ihr in Cyrodiil seid, könnt ihr zurück... Die Kreaturen griffen an, als wir die Halle des Andenkens betraten. Okay, begleitet Kanoniker Livo in die Beschwörungskammer. Also heißt, wir latschen jetzt hier einfach mal durch. Hier ist erstmal noch nicht so viel los. Nebenbei schauen wir uns natürlich mal um. Hier ist ein Kistchen. Das stört dich doch nicht, wenn ich mich ein bisschen umsehe, ne? Ein bisschen was loote, was hier so... Natürliches Wasser. Ein Stahlgürtel und Dekorwachs. Hi, was tust du denn? Bam, bam! So, Daedra-Herz. Na, wenn es irgendetwas gibt, was ich unbedingt schon immer mit mir rumschleppen wollte, dann ist es ein Daedra-Herz. Und diese Streitaxt natürlich. Nickel! Klares Wasser. Bam! Immer feste drauf. Ja, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Also, so weit kommen wir doch ganz gut durch. Wenn das so weitergeht, oh. Die Triche sind immer vernünftig. Oh, ein Rezept. Hey, was soll das? Gold und Daedra-Herzen, alles klar. Hier ist nichts weiter versteckt. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Bam, 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 bam. Ahnen Urne. Noch ein Dietrich. Mann, was seid ihr denn für eine Familie, dass ihr hier so viele Dietriche habt? Wir müssen mal gerade die Rezepte. Blaupause, bretonischer Beistelltisch. Rezept Piratentonikum. Blablabla. Alles wegatmen. Wir atmen einfach alles an Rezepten und so weiter weg, was gibt. Was jetzt auch halt neu ist, es gibt jetzt Housing. Das gab es früher auch nicht, als wir gedaddelt haben. Man kann sich jetzt ein Haus kaufen und dieses Haus das kann man. Das war einmal ein so friedlicher Ort. Ich kam als junger Akolyt zum Meditieren hierher. Oh, damit ist es vorbei, ne? Und ja, man kann dann... Opala. Wo ist er hin? Man kann sich dann ein Haus kaufen und dieses Haus könnt ihr dann auch selber einrichten und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob man das auch mit Ingame-Währung erstehen kann. Ich habe es bis jetzt immer nur im Kronenshop gesehen. Ich besitze selbst auch keins. Ich weiß nicht, was das sonst noch so für Vorteile bietet. Ich kann nur berichten, dass das inzwischen geht. Ob das sinnvoll ist, es wird wahrscheinlich irgendeinen Bonus haben, wenn die da schon Kohle für haben wollen. Also außer, ja, ich habe jetzt ein Haus, wahrscheinlich kann man da Zeug drin lagern und so, ne?
sowas wie eine weitere Bank, das wäre dann vielleicht ganz sinnvoll. Obsidian. Alles mitnehmen erstmal. Noch ist ja, ist die Tasche ja nicht voll. Wir können ja wieder verkaufen. Also ist es ja nicht. Hallo. Du siehst aber fies aus. Oh, lass das mal sein. Lass das mal sein, du. Was haben wir hier noch? Noch ein Dietrich. Mann, das ist aber, muss eine Diebesfamilie sein. Was ist denn hier los? Eins, zwei Stück? Ja. Moin. Ach, nee. Das Ding war schon offensichtlich tot. Ich dachte, das wäre jemand, der lebt, aber nein, es ist in Staub zerfallen. Dedra-Herz. Na gut, weiter geht's. Ist das hier die Kammer oder was? Das sieht so aus wie die Kammer. Oh, ich sehe Blumen. Synergie. Oh, ich war so langsam. Hi. Ich wollte euch jetzt... Hoppala, lass das mal schön sein. Raus aus diesem... Dedra-Herz. Noch ein Dietrich. Was ist denn los mit dieser Familie? Die Urne ist leer. Also ihr seht, es kommt schon durchaus auch ESO, also überhaupt Elder Scrolls Feeling auf, weil man wirklich ja jedes Scheißding ansprechen kann. Ihr könnt auch wieder von Tischen einzelne Nahrung klauen und du zerfällst wieder. Jo. Also lohnt sich schon, hier dann auch die Urnen anzugucken. Ihr könnt hier das Schmuckkästchen ansprechen. Man kann wirklich dann auch teilweise die einzelnen Utensilien vom Tisch klauen. Das ist nicht ganz so super detailliert wie jetzt zum Beispiel in Skyrim, wo ihr wirklich jedes Ding einzeln anpacken könnt. Aber es ist schon nicht schlecht. Für ein MMO sucht es auf jeden Fall seinesgleichen. Da ist es. Ah, guck mal, die helfen sich hier gegenseitig. Das ist ja nett. Einmal die drei bitte. Bumm. Dann brennt ihr erstmal alle. Und dann hauen wir die ganz gemütlich um. Welche Glyphen. Noch haben wir Platz, ne? Noch meckert das Inventar. Ne? Aber gleich, wenn ich den Quest wieder abgeben wollte. Euer Inventar ist voll. Ihr könnt diesen Quest nicht abgeben. Oh, wieder ein Rezept. Rezepte kann man immer gleich wegatmen. Zack, dann ist das Inventar wieder etwas freier. Armschienen. Wo man hier hinauf? Was ist das denn hier für ein... Sieht nicht unbedingt einladend aus, muss ich sagen. Hallo. Na? Wolltest du ein bisschen mit mir schlagen? Wolltest du? Ja, wolltest du ein bisschen mit mir schlagen, ne? Jo, jo. Kennt man ja. Zack. Zack. Fertig. Sonst noch irgendwas hier? Nope, nur Bücherständer. Hier ist noch eine Urne. Oh, ne. Kann man nichts mitmachen. Die Beschwörungskammer. Ich beschwöre meine Ahnen herauf. Dann könnt ihr Vivex Fragen stellen. Alles klar. Gönn dir. Ich guck mich hier mal um so lange. Ist meine Ruhe durch diese ekligen Dädra nicht schon genug gestört? Warum beschwört ihr mich herauf, Nachfahre? Mein Fürst Vivek hat Fragen, die nur ihr beantworten könnt, meine Dame. Mein Begleiter wird sie mit eurer Erlaubnis stellen. Der Kriegerpoet? Nun gut. Stellt Vivex Fragen. Sprecht mit dem Ahnengeist. Ja, dann mal los. Stellt die Fragen des Kriegerpoeten, Fremdländer. Jo, geh los. Fürst Vivek fragt, der Schlüssel zur Erhabenheit und dieser Welt Herz. Sollte ich spüren dunkler Ahnungen Schmerz? Ah, Fürst Vivek weiß einfach mit Worten umzugehen. Sagt ihm. Er kann beruhigt sein. Das Herz ist sicher. Ich frage mich, warum ihm das Sorgen bereitet. Stellt die übrigen Fragen, denn meine Zeit hier ist knapp. Du bist doch tot. Du hast doch eigentlich unendlich viel Zeit. Aber gut. Fürst Vivek fragt, der alte Feind, ist er zurück in diesem dreisten, feigen Stück? Ein alter Feind, ja. Aber nicht jener, den Vivek vermutet. Fürst Vivek fragt, wusste Sotasil auf seiner nie endenden Reise, dass unsere Göttlichkeit verblassen würde? Sotasil malte sich zahlreiche Szenarien aus und bedachte unendlich viele Möglichkeiten. Er experimentierte sogar mit seiner Göttlichkeit
und entzog ihr die Energie, um selbige zu untersuchen, ehe er sie wieder in sich zurückführte. Er sah einen Verlust kommen, doch erst, wenn der Tempel in sich einstürzt. Nun zurück in den Schlaf. Ja, dann wünsche ich dir mal eine gute Nacht, ne? Metal on. Leb wohl. Hoffentlich war es das, was Fürst Vivek brauchte. Lasst uns draußen sprechen. Ja, ich will mich auch nicht unbedingt länger als nötig hier drin aufhalten. Ich will nur gerade einmal nochmal die Kammer untersuchen. Ach, was ist denn hier los? Jetzt sind doch hier nicht wirklich 1 Milliarde kleine Urnen. Doch, Tatsache. Alles mitnehmen. Die Hälfte davon ist bestimmt Schrott, die nichts wert ist. Asche zum Beispiel. Da kann man auch nichts für verlangen. Asche. Trotzdem, wir waren da, wir wollen es mitnehmen. Alles muss mitgenommen werden. So, hier lang. Da ist noch ein kleines Ürnchen, es ist leer. Was ist hier noch drin? Oh, Handwerksstil die Nord. Habe ich das jetzt eingesammelt? Du hast natürlich den Schrott mitgenommen oder was? Gibt's ja wohl nicht. Ah, shit. Was kann man denn mal rausschmeißen? Verschiedenes. Sachen, die wertvoll sind, nicht. Die Glyphe ist auch wertvoll. Was kann man denn mal rausschmeißen? Ach, diese Schatzkarte, ey. Es ist zwar nett, aber ohne Spaß, wir brauchen sie nicht. Oh, sie ist weg. Cool. Gib mir das Stilmittel. Und das können wir nämlich dann auch direkt wegatmen. Das ist da. Handwerksstil, die Nord. Jetzt können wir nämlich Sachen in nordischer Tradition herstellen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also diese Stilbücher sind durchaus selten. Das ist schon mal was Besonderes, wenn man so ein Ding mal findet. Ja, wo geht das jetzt hier raus? Aber wir sind wieder im Anfangsraum. Also auch so Skyrim-mäßig führt es immer im Kreis und wenn man dann am Ende angelangt ist, muss man nicht den ganzen Weg zurücklaufen, sondern es gibt dann immer eine Tür, die von der anderen Seite verschlossen war. Also es kommt schon sehr viel Elder Scrolls-Feeling auf. Klar, es ist ein MMO, aber ich muss sagen, mich persönlich stört es eigentlich gar nicht. Selbst wenn ich das nur als Singleplayer-Spiel spielen wollen würde, klappt es eigentlich relativ gut. Ja, wenn man sich nicht so doof anstellt. Wenn man natürlich dann, man muss ein bisschen mehr Geschick walten lassen als vielleicht bei Skyrim oder so. Bei Skyrim drehst du halt dann den Regler auf ganz easy. Dann kannst du halt überall durchlaufen. Das geht hier halt nicht. Ne? Man kann es halt nicht modden. Also zumindest nur in einem ganz kleinen Umfang. Dann wollen wir mal mit ihm schnacken. Hi. Hab Dank für eure Hilfe beim Abschluss meines Auftrags. Jetzt muss ich nach Vivek zurückkehren. Wart ihr schon einmal dort? Ja, früher mal. Toll. Stufenpyramiden, die sich aus dem Wasser erheben. Der Meteor, der am Himmel hängt. Ihr solltet mich dort treffen, damit ich euch Fürst Vivek vorstellen kann. Habt ihr verstanden, was eure Ahnen uns sagen wollte? Unter uns gesagt, habe ich weder unsere Fragen verstanden, noch die Antworten, die wir erhalten haben. Nicht, dass ich damit gerechnet hätte. Manche Dinge sind nicht für sterbliche Geister bestimmt. Das ist noch ein Grund, weshalb ihr nach Vivek gehen solltet. Ihr könnt mir dabei helfen, zu erklären, was meine Ahnin gesagt hat. Ich kann euch helfen, einen Bericht darüber abzugeben, was hier geschehen ist. Hervorragend. Ich muss auf dem Weg in Sedanen halten, um nach meinen ursprünglichen Reisebegleitern zu sehen. Geht geradewegs in den Palast, sobald ihr Vivek erreicht. Ich treffe euch dann dort. Ich weiß, dass Fürst Vivek euch dafür belohnen wird, dass ihr mich unterstützt habt. Okay, ich treffe euch dann in Vivek. Ich komme gleich nach. Geht direkt in Fürst Viveks Palast, sobald ihr Vivek erreicht. Sobald ihr dort seid, stelle ich euch vor und wir können dem Kriegerpoeten erzählen, was wir herausgefunden haben. Ihr meintet, ihr könntet euch mehr Fragen über das Tribunal stellen, sobald wir unsere Mission beendet haben? Natürlich. Wie ich schon sagte, besteht das Tribunal aus unseren 3 lebenden Göttern. Vivek, Almalexia und Sotasil. Sie bieten uns in religiösen Fragen Führung und herrschen als Göttermonarchen der Dunkelelfen über die dunmerische Gesellschaft. Ich diene Vivek, ehre jedoch das gesamte Tribunal. Folgen alle Dunkelelfen dem Tribunal? Bedauerlicherweise nicht. Die Häuser der Dunmer beugen das Haupt vor dem Tribunal, doch die wilden Aschländer weigern sich, seine Göttlichkeit anzuerkennen. Die Ketzer haben nie zugelassen, dass sie in den großen Häusern aufgehen. Stattdessen halten sie an ihrem primitiven Aberglauben fest. Alles klar, wir sehen uns dann in dem Palast dann, ne? Bis dann. Oh, jo, das ist ja mal, das ist mal Timing, du. Das ist ja auf den Punkt beendet, da kann man ja nichts sagen, ne? Oh, guckt euch mal meinen süßen Gua an. Ist er nicht schnuggelig, wie er da am Essen ist?
Oh, süß ist er. So, mit diesem niedlichen Bildchen machen wir dann ebenfalls einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, dann gleich im nächsten Part wieder und machen uns mal auf in die erste größere Stadt Vivek. Die kennt einige von euch sicherlich noch aus Morrowind. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.